Zurzeit haben wir so eine Aktion, Freitag gibt es immer kostenlos Suppe für die Jugendlichen. Jeden Freitag eine andere Suppe. Die kann hier dann immer abgeholt werden in Einmerkgläsern, muss nur 5 Minuten warm gemacht werden zu Hause und dann hat man ein schönes Essen. Ich persönlich kann auch kochen, bin ja Koch, aber zurzeit auch nicht das Geld so vorhanden, deswegen nehme ich das auch in Anspruch. Ich hatte am Anfang des Lockdowns, also den ersten Lockdown, den konnte man noch überleben, da war ja noch die Restaurants, eigentlich durften sie aufmachen mit dem Hygienekonzept. Der zweite Lockdown jetzt, der, kann man so sagen, ist die größte Verarsche. Also jetzt machen die Friseure wieder auf, wir müssen zulassen. Die Gastronomen, die eh immer auf die Hygienik achten. Man kann den Abstand einhalten mit den Tischen und wir müssen zulassen, aber Friseure dürfen aufmachen, damit wir uns die Haare schön machen, wir Gastronomen, um irgendwann den Insolvenzantrag einzureichen mit schönen Haaren. Also so kommt uns das langsam rüber. Also ich habe normalerweise meine 1600 Euro im Monat zur Verfügung. Natürlich geht da vom Mieter ab, aber habe meine 700-800 Euro für, sagen wir mal, ich kann jetzt zum Tätowierer gehen, ich kann jetzt ins Fußballstadion gehen, halt für Freizeit. Jetzt habe ich meine 900 Euro Kurzarbeitergeld und kann gerade so meine Kosten decken und muss Foodsharing machen, damit ich was zu essen habe zu Hause. Also das ist schon hart, dieses Corona. Ich will lieber arbeiten, als mit dem Arzt zu Hause zu bleiben, weil wenn du den ganzen Tag zu Hause bist, dann denkst du dir auch irgendwann, was willst du zu Hause? Dann fällt dir die Decke auf den Kopf. Deswegen gehe ich montags, dienstags, wenn ich frei habe, auch hier ins Kulturcafé, damit ich ein bisschen Abwechslung habe. Ich sag mal so, wir haben 2019 84% mehr umgesetzt als 2020, sind jetzt am Draufzahlen. Keine müde Mark kommt rein, die Corona-Hilfen sind noch nicht da von November, Dezember. Wir haben eine Abschlagszahlung bekommen, aber das war es auch. Sonst noch nicht mal das Kurzarbeitergeld für die anderen Mitarbeiter, was eigentlich vom Arbeitsamt kommen soll, ist noch nicht gekommen. Ist noch nicht gekommen. Wenn es so weitergeht, kann ich den Schlüssel reinwerfen. Dann kannst du die Insolvenz anmelden. Ich sag mal, wenn 2 Läden überleben, aber 8 nicht, dann haben wir auch viel mehr Arbeitslose. Und dann wirst du nie wieder an Arbeit kriegen als Koch oder Gastronom irgendwo. Da kannst du froh sein, wenn du deine eigene Firma hast. Aber sonst kriegst du keine Arbeit mehr. Aufgewachsen bin ich in Münster, im Kinderheim, seit ich 3 bin. Dann bin ich in eine Pflegefamilie gekommen nach Aurich. Da hat es auch nicht geklappt, hab ein bisschen viel Scheiße gebaut. Oder der Pflegevater hat an sich Scheiße gebaut. Dann bin ich nach Meppen in so der Auffangstation. Dann bin ich nach Altdorf ins Haus Eichenhöhe gekommen. Dann mit 14, 15 war ich ein guter Fußballer, so gesehen. Hab bei Germania Winde gut Geld verdient. Musste aber Scheiße bauen, weil meine Eltern dann da auf einmal mich zurückhaben wollten, wo ich aber gar nicht hin wollte. Aber ich habe gesagt, nee, ich will nicht nach Hause, ich will weiter im Heim bleiben und meinen Fußballtraum leben. Dann musste ich irgendwas anderes machen statt Fußball, weil der Verein pleite gegangen ist. Ich konnte keinen anderen Verein machen, so gesehen. Also mich wollten keine anderen Vereine haben. Dann habe ich gesagt, okay, versuche ich mal das. Dann war ich in einer kleinen Maßnahme beim Arbeitsagentur, war ich bei Wespe und so weiter. Dann habe ich einen Koch gelernt in der Pfannkuchenmühle. Und jetzt bin ich seit 6 Jahren ausgelernt und mache trotzdem noch weiter meinen Koch. Und regelmäßig hier im Kulturcafé, meistens Montag, Dienstag. Also es heißt immer so, ach, Heimkinder können nicht schaffen. Heimkinder sind sowieso nur auf Sonderschule und so weiter. Das ist Blödsinn. Wenn man was schaffen will, schafft man es auch. Also man muss sich durchs Leben kämpfen einfach. Dann habe ich die Chance in der Pfannkuchenmühle bekommen. Ich habe die Chance genutzt. Und ich kann nur jedem sagen, nutzt eure Chance, wenn ihr sie kriegt. Und schmeißt nicht nach 2, 3 Wochen hin. Auch wenn es schwer ist, 2, 3 Jahre die Ausbildung zu machen. Eine Ausbildung ist immer wichtig. Und nach 3 Jahren wisst ihr, was ihr in der Tasche habt. Und dann weiß man auch, was man verdient. Ich will, dass es vorbeigeht, dass der Laden wieder aufmachen darf. Und dass ich dann endlich wieder richtig leben kann.